Willkommen zum Erklärvideo. Erweiterte Checkliste nach EN301549 für barrierefreies Excel. Mein Name ist Gottfried Zimmermann und ich bin Leiter des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ich leite auch das Shuffle-Projekt, Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit für alle. Aus diesem Projekt heraus ist diese Checkliste entstanden. Das Projekt wird gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Wir haben diese Checkliste erstellt, weil es viele Checklisten gibt, aber keine davon bisher so richtig deutlich sagt, was muss gesetzlich gemacht werden, damit ein Excel-Dokument barrierefrei ist. Und zwar nach BitV 2.0. Und BitV 2.0 verweist ja indirekt auf die EN301549, momentan in der Version 3.2.1. Und in der EN steht in Kapitel 10 für Dokumente, was gemacht werden muss, damit sie barrierefrei sind. Diese Checkliste hat als Kernstück diesen Teil erweiterte Checkliste nach EN-Kriterien. Und da haben wir alle Anforderungen aufgelistet, auch mit Mapping zu den EN-Kriterien. Und ich werde jetzt in diesem Video diese Anforderungen erläutern. Die Einleitung können Sie gerne mal für sich durchlesen, auch was eben in Excel Besonderes ist. Ich muss noch darauf hinweisen, dass wir bestimmte Excel-Dokumente ausgeschlossen haben. Also wenn es sehr kompliziert wird, wenn Skripte oder Makros eingesetzt werden, oder wenn man Objekte einbettet mit der Excel-Funktion Objekt einfügen oder wenn man auch Videos oder Online-Videos einbettet. Das behandeln wir nicht in dieser Checkliste. Wenn Sie das einsetzen, dann müssen Sie wirklich auch selber schauen, wie Sie die Anforderungen nach EN301549 Kapitel 10 alle erfüllen. Excel hat ein paar Besonderheiten. Darauf weisen wir hier in diesem Abschnitt generelle Hinweise zu Excel hin. Und ich darf noch hinweisen, dass dieses Dokument und auch das Video freigegeben ist unter der Lizenz Creative Commons by 4.0. Das heißt, Sie dürfen es beliebig weitergeben, solange die Autoren genannt werden. Und Sie dürfen auch Dinge abändern, sofern Sie das kenntlich machen, was Sie abgeändert haben. Ich danke allen, die mitgeholfen haben an diesem Dokument. Jetzt möchte ich die einzelnen Checkpunkte durchgehen und ich habe ein Beispieldokument, eine Excel-Datei hier. Da ist nicht alles bestens und ich werde dann immer auch Dinge dazu sagen, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist. Die Checkpunkte sind durchnummeriert und es gibt immer diesen Buchstaben am Anfang, der bezieht sich dann auf den Typ des Elements, auf den sich dieser Checkpunkt bezieht. Also D1 geht zum Dokument, den Titel. Ich habe hier ein Dokument, da geht es um Temperaturen in 2022 und 2023, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das Dokument heißt einfach Testtabelle. Das ist natürlich nicht so schön. Aber jetzt geht es nicht um den Namen der Datei, der ist übrigens nicht vorgeschrieben nach der Barrierefreiheit, sondern es geht jetzt um diese Metainformation, Titel, die mit im Dokument gespeichert ist. Und zwar erreiche ich das in Excel, wenn ich auf die Registerkarte Datei gehe, dann auf Informationen, dann Eigenschaften und dann Titel. Und ich nenne das jetzt einfach mal Temperaturen, dieses Dokument. So, das hätten wir schon mal. Dann D2, die Sprache des Dokuments. Es ist so, dass man in Excel nur eine Sprache für das gesamte Dokument, also für alle Excel-Tabellenblätter in dieser Datei benennen kann. Und zwar macht man das so, dass man auf Datei geht, dann auf Optionen, dann auf Sprache und dann das erste kann man hier ignorieren, das ist die Office-Anzeigesprache, das zweite ist die
Office-Erstellungssprachen und Korrekturhilfen. Und da muss in der Liste Deutsch ganz am Anfang stehen. Das heißt, man kann hier mehrere Sprachen eingestellt haben zur Korrekturhilfe für die anderen Office-Programme. Für Excel gilt nur das, was an der ersten Stelle steht. Leider kann man hier keine Teile aus der Excel-Datei, also bestimmte Zellen markieren für eine bestimmte Sprache, sondern als Autor kann man einfach nur eine Gesamtsprache hier einstellen. Deswegen gibt es auch hier in dieser Checkliste nur die EN-Forderung 10.3.1.1 und nicht die 10.3.1.2, wo es eben um Teile des Dokuments geht. Kommen wir zu D3. Es geht um sensorische Eigenschaften hier, dass man, wenn man jetzt im Text auf andere Elemente in der Datei hinweist, dann darf man nicht nur über sensorische Merkmale das beschreiben. Also ich dürfte nicht sagen, schauen Sie hier die orangenen Balken an im Diagramm. Das wäre verkehrt, sondern ich müsste sagen, schauen Sie die Werte von 2023 an. Mein Diagramm hier zeigt die Maximaltemperaturen von 2022 und 2023 und zwar aufgeteilt nach Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die Daten von 2022, die haben blaue Balken und die von 2023 haben orange Balken. Das ist ein Problem. Da kommen wir nämlich jetzt dazu bei D4. Wenn Farben zur Übermittlung von Informationen eingesetzt werden, vermitteln auch Beschriftungen, Symbole oder Muster die gleichen Informationen. Also jetzt habe ich hier tatsächlich Farbe eingesetzt, um nämlich das Jahr zu kodieren. Das Jahr 2022 ist blau, das von 2023 ist orange. Und die Farben unterscheiden sich auch vom Helligkeitswert her nicht sehr voneinander. Also wenn ich das jetzt wirklich nur grau praktisch in Helligkeitswerten sehe, dann ist das ziemlich schlecht. Das kann man sogar relativ, nee, kann man ja nicht sehen. Auf jeden Fall muss ich da was machen. Das darf ich nicht zulassen. Ich könnte jetzt anfangen, diese Balken teilweise zu schraffieren oder Texturen zu machen. Das kann ich machen bei kleinen Diagrammen. Wenn es dann viele Werte sind, dann wird es auch wieder unübersichtlich. Es gibt da eine Möglichkeit, das eigentlich allgemeingültig zu lösen, nämlich indem ich die Legende hier rausnehme. Also ich gehe jetzt auf das Plus bei dem Diagramm und sage, ich möchte keine Legende haben. So, jetzt ist natürlich für alle nicht klar, was blau und orange bedeutet. Jetzt kann ich aber stattdessen bei den Datenbeschriftungen, da muss ich jetzt reingehen und muss mir weitere Optionen anzeigen lassen, kann ich mir den Wert anzeigen lassen. Das möchte ich jetzt nicht. Jetzt hat er hier das nur für den einen Teil gemacht. So, dann muss ich die alle auswählen. Also, ich muss da mal kurz reingehen. Datenbeschriftungen, weitere Optionen. Jetzt hat was nicht funktioniert, leider. Nochmal Datenbeschriftungen, weitere Optionen. Und jetzt möchte ich nämlich, also was jetzt fehlt, ist 2022 und 2023. Das sind diese Spalten ursprünglich in der Tabelle. Das sind die Rubrikennamen. Die lasse ich mir jetzt anzeigen. Entschuldigung, nicht die Rubrikennamen, das wäre Frühling, das wäre die in der ersten Spalte. Ich möchte die Spaltenüberschriften, die nennen sich Dateireihenname, die möchte ich angezeigt bekommen. Und dann aber nicht den Wert, weil sonst ist es verwirrend. Also jetzt zeigt er immer zu jedem Balken an das Jahr, auf das er sich bezieht. Ich könnte das auch noch mitten reinstellen lassen in den Balken, dann muss ich mit dem Kontrast aufpassen und so. Oder am Anfang oder Ende. Ich mache das jetzt außerhalb und muss das natürlich dann für die andere Reihe auch so machen. Ganz klar, damit es dann auch einheitlich ist. So. Möchte jetzt hier die Reihe Datenbeschriftungen und da möchte ich jetzt auch
Datenreihe und nicht den Wert. So, und jetzt habe ich für alle, kann ich das wieder zumachen, habe ich für die Max-Temperaturen für Frühling, Sommer, Herbst und Winter und dann jeweils aufgeteilt auf 2022 und 2023. Und ich habe jetzt zwar eine Farbkodierung noch, aber zusätzlich steht auch noch die Erklärung dabei und dann habe ich das Problem gelöst. So, D4 ist also jetzt auch erfüllt. Dann kommen wir zu Checkpunkten, die sich auf das Tabellenblatt beziehen. L1, Tabellenblätter haben aussagekräftige und leicht verständliche Namen. Also das Tabellenblatt hier heißt Max-Temperaturen. Das nächste Min-Max-Temperaturen, das ist ganz gut. Dann habe ich ein Formular, da kommen wir später noch dazu. Und dann habe ich ein Tabellenblatt, das heißt Tabelle 1. Da habe ich einfach mal Dinge ausprobiert. Und dann heißt 1 Tabelle 4. Da muss ich jetzt dazu sagen, die beiden sind nicht gut, die müsste ich umbenennen. Vermutlich würde ich die irgendwie rauswerfen, weil die sowieso nur Sammelsurium enthalten. Also da müsste ich etwas tun. Dann L2. Die Tabellenblätter sind in einer sinnvollen Reihenfolge angeordnet, sodass ich, ja, also wenn es irgendwo einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Tabellenblättern, dass das dann so von links nach rechts durchgegangen werden kann. L3, wenn ein Tabellenblatt mehrere Tabellen enthält, sind diese in einer sinnvollen Reihenfolge angeordnet. Also jetzt das Gleiche innerhalb eines Tabellenblatts. Wir werden später noch sehen, es ist eigentlich vorzuziehen, dass ein Tabellenblatt immer nur eine Tabelle oder ein Diagramm enthält, weil es für Menschen, die nicht visuell interagieren, also mit Screenreader, sonst schwierig wird, den Überblick zu behalten. Aber es ist nicht verboten, mehrere reinzumachen in ein Tabellenblatt und die Reihenfolge muss dann aber sinnvoll sein. Jetzt kommen wir zu Vorschriften für Tabellen selber. B1, Tabellen sind als solche ausgezeichnet und haben einen eindeutigen Namen. Also, wenn ich jetzt hier habe ich eine Tabelle, gleich die Max-Temperaturen. Und wenn ich das jetzt, ich kenne das ja beliebig formatieren mit entsprechenden Gitterlinien und so. Wichtig ist jetzt, und dass ich das auch noch markiere, denn so ist es einfach nur ein Raster. Und es ist nicht klar, was sind die Überschriften für die Zeilen und für die Spalten. Und es gibt hier unter Start den Eintrag als Tabelle formatieren. Und das ist jetzt wichtig, dass ich das wahrnehme und dann auch einen Namen vergebe. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, ich kann mir dann noch eine Formatierung raussuchen. Dieses blaue Format mit gebänderten Zeilen. Und jetzt ist es auch eine Tabelle. Und den Namen der Tabelle muss ich eintragen. Ich kann die Namen der Tabellen sehen. Bei Formeln ist das eingeordnet. Da steht definierte Namen. Und jetzt gibt es diesen Namensmanager. Und da sehe ich die Namen der Tabellen, die hier sind. Und den Namen dieser Tabelle kriege ich aber, darüber kann ich navigieren, wenn ich zum Beispiel nicht visuell arbeite. Aber den Namen dieser Tabelle sehe ich dann, wenn ich hier reingehe. Muss jetzt noch mal raussuchen. Ich nehme jetzt eine Tabellenvorlage, die starke Kontraste hat, schwarz auf weiß, weil es nämlich sonst unter Umständen nicht vom Kontrast reicht. Also auch die Tabellen, Vorlagen, die von Microsoft vorgegeben werden, sind oftmals nicht barrierefrei von den Kontrasten her. Jetzt muss ich mal schön schauen, den Tabellennamen, wo ich den sehe.
bei Tabellenentwurf muss ich drauf gehen und dann sieht man hier, der Name heißt Seasons. Also diese Tab-Tabellenentwurf erscheint auch nur dann, wenn ich das als Tabelle markiert habe. Ich zeige das nochmal, ich kann das auch rückgängig machen, indem ich sage, in Bereich konvertieren. Das ist nur ein Bereich, dann ist keine Tabelle. Die Formatierung bleibt, aber ich habe jetzt dieses Tab-Tabellenentwurf nicht mehr. Um das wieder zu kriegen, um eine richtige Tabelle zu machen, muss ich unter Start sagen, als Tabelle formatieren und dann kann ich mir gleich eine entsprechende Formatierung raussuchen, möglichst eine, die auch den entsprechenden Vorschriften der für Kontraste entspricht. Und ich kann dann auch angeben, Tabelle hat Überschriften und unter Tabellenentwurf kann ich dann angeben, ja, es hat eine Kopfzeile, nämlich diese Max-Temperaturen 2022 und 2023 und es gibt eine erste Spalte, die eben Überschriftscharakter hat. Deswegen muss ich das auch markieren. Ich kann diese Filter, die hier angeboten werden, also diese Dropdown-Menüs für die Spaltenüberschriften, die kann ich wegmachen, indem ich hier oben Schaltfläche Filter deaktiviere beim Tabellenentwurf. Dann sieht es ganz normal aus, aber ich habe es jetzt als Tabelle definiert. Das ist ganz wichtig. Da habe ich jetzt auch schon gezeigt, was die nächste Vorschrift bedeutet. In der ersten Zeile befindet sich die Spaltenüberschrift. Kopfzeile ist markiert, also bei Tabellenentwurf muss ich das entsprechend markieren. Das sehe ich nur, wenn ich das ganz aufklappe. Und dann auch erste Spalte markieren, wenn es sich bei der ersten Spalte um Zeilenüberschriften handelt. Kommen wir zu B3. Spalten und Zeilenüberschriften sind aussagekräftig und leicht verständlich. In dem Fall ist es klar, da habe ich die Jahre und ich habe die Jahre hier als Spaltenüberschriften und die Jahreszeiten als Zeilenüberschriften. B4. Tabellen sind nicht geschachtelt und enthalten keine geteilten oder zusammengeführten Zellen. Das ist jetzt etwas, das macht man ja gerne, dass man sagt, okay, ich muss hier irgendwie was zusammenfassen, weil sich dieser Wert auf zwei, praktisch über zwei Spalten erstreckt. Das kann ich jetzt hier gar nicht machen, wenn ich das als, da gibt es normalerweise diese Sache, dass man hier, das nennt sich dann Verbinden und Zentrieren unter dem Register Start. Das ist jetzt ausgegraut, weil sobald ich das als eine richtige Tabelle markiere, kann ich das nicht mehr machen. Ich habe jetzt ein Beispiel konstruiert, um das zu zeigen, wie man das dann machen müsste. Also, und zwar nehmen wir mal an, wir möchten nicht nur die Max-Temperaturen, die Maximaltemperaturen, sondern auch die Minimaltemperaturen von 2022 und 2023 darstellen. Das heißt, wir haben eine dritte Dimension. Und man könnte jetzt sagen, ich stelle das so dar, ich habe jetzt hier eine weitere Registerkarte, also ein weiteres Tabellenblatt vorbereitet, das nennt sich Min-Max-Temperaturen. Und da habe ich jetzt eine, ich sag mal Tabelle, aber eigentlich ist es nur ein Bereich von Zellen vorbereitet. Da sind die Überschriften ganz oben, ist eine Zeile Temperaturen 2022 und 2023. Und dann habe ich jeweils unter dem Jahr, also 2022 sind zwei Zellen verbunden. Und darunter Min und Max und dann 2023 auch zwei Zellen verbunden, Min, Max. Und dann schreibe ich die Werte rein. Und das wäre so eine Sache, wo es nicht barrierefrei ist. Und was ich jetzt stattdessen machen kann, ist diese Tabelle aufspalten in eine Tabelle, die nur die Minimaltemperaturen und eine, die Maximaltemperaturen darstellt. Oder ich könnte es auch aufspalten nach Jahr. Das wäre auch möglich. Das sieht man dann hier, dann habe ich Min-Temperaturen 2022 und die Werte 2023 und bei Max-Temperaturen genauso. Und diese Tabellen, die sollte ich nehmen, die erste sollte ich rauslöschen und diese Tabellen sollte ich dann eben auch als Tabelle formatieren, sodass es klar ist, das ist jetzt hier eine Tabelle. Und dann erscheint auch, haben Sie gesehen,
dieses Tabellenentwurf. B5, komplexe Tabellen, also mehr als zwei Dimensionen, sind in mehrere einfache Tabellen aufgeteilt. Das habe ich gerade gezeigt, wie man das macht. B6, die ausgewählte Tabellenvorlage bietet ausreichend Kontrast. Also da gelten jetzt halt die Kontrastwerte. Nehmen Sie zum Beispiel den Color Contrast Analyzer von GPGI oder ein anderes Tool. Und prüfen Sie nach. Ich kann Ihnen gleich sagen, die hier, diese Vorlage von Microsoft, nämlich dieses Weiß auf Dunkelblau, reicht nicht aus. Das Blau ist nicht so dunkel, wie es aussieht. Und Sie haben hier nur einen Kontrastwert, der nicht ausreichend ist. Und gehen Sie lieber auf die Vorlagen, die stärker sind, zum Beispiel hier Schwarz auf Weiß oder Weiß auf Schwarz. Das müssen Sie im Einzelfall nachprüfen. Diese Bänderung hier, dass jede zweite Zeile eine andere Farbe hat, da muss natürlich für jede einzelne Zeile muss der Kontrastwert zwischen Vorder- und Hintergrund passen. Aber ich muss jetzt nicht dafür sorgen, dass die gebänderten Zeilen sich vom Kontrast her genügend von den ungebänderten unterscheiden. Das ist nicht nötig, denn ich habe ja auch noch die Zwischenlinie. Es gelten natürlich die Bestimmungen, wie auch bei anderen Dokumenten, dass wenn ich größere Texte habe, ab 18 Punkt oder 14 Punkt Fett, dann gilt ein Mindestkontrast von 3 zu 1, sonst von 4,5 zu 1. Jetzt kommen wir zu den Vorschriften für Zellen. Die Inhalte von Zellen stehen in einer sinnvollen Reihenfolge. Das ist eigentlich klar. Also ich möchte ja von oben nach unten und links nach rechts lesen können. Jetzt kommen ein paar Vorschriften, die beziehen sich darauf, dass wenn ich ein Excel-Dokument als Formular einsetze, das kann ich ja machen. Ich habe hier ein Beispiel als Tabellenblatt eingerichtet. Normalerweise wäre das dann wahrscheinlich das einzige Tabellenblatt. Und oben steht ganz oben, bitte füllen Sie die gelb markierten Felder aus. Ich werde jetzt mal hier diesen Vorschriften entlang gehen. Also, wenn ein Excel-Dokument als Formular verwendet wird, dann kann man bestimmte Zeilen schützen. Sind die ausfüllbaren Zellen so angeordnet, dass die Lesereihenfolge bedeutungsvoll ist? Was ich gemacht habe, ist, ich habe dieses Blatt geschützt. Das kann man machen unter Überprüfen. Kann man ein Blatt schützen? Ich mache das jetzt mal größer, damit wir das alles sehen. Und ich kann dann bestimmte Bereiche markieren, Zellen markieren als bearbeitbar. Das mache ich. Ich mache zuerst einmal, bevor ich das Blatt schütze, markiere ich die Zellen, wo ich die Benutzereingabe erwarte. Die habe ich auch noch visuell gelb hinterlegt. Und hier kann ich über Zellen formatieren angeben unter dem Tab-Schutz, dass sie nicht gesperrt sein sollen. Und bei den anderen habe ich angegeben, dass sie gesperrt sein sollen. Zellen formatieren, die sind gesperrt. Das tritt aber erst in Kraft, wenn ich das gesamte Blatt schütze. Da kann ich jetzt ein Kennwort hinterlegen, das brauche ich aber nicht, aber würde ich normalerweise machen, wenn ich das jetzt zum Beispiel in Betrieb verschicke. So, und jetzt, wenn ich jetzt auf ein geschütztes, gesperrtes Ding gehe und irgendwas eintippe, dann kriege ich die Nachricht, dass ich da nichts verändern darf. Aber ich kann hier was verändern in den gelb markierten, weil die sind ja nicht geschützt. So, ich mache da wieder ein Undo. So, Vorname, Name, Kind, Fragezeichen, Alter. Ich kann das jetzt ausfüllen. Also, ich habe jetzt die Lesereihenfolge eingehalten, sodass ich jetzt, wenn ich praktisch durchgehe durch das Formular Vorname, Gottfried, Name, Zimmermann, Kind, nein, Alter, 55 habe ich eingegeben. Und es wird immer nach F2 eine benachbarte Zelle enthält immer den Namen, also den Label für dieses Eingabefeld.
Wenn ich jetzt eine Fehlermeldung erzeuge, das kann ich ja machen über Formeln, dann ist die leicht verständlich, erklärt den Fehler und unterstützt bei der Behebung. Also ich habe mal was konstruiert. Wenn ich jetzt bei Kind Ja eingebe und mein Alter bei 55 belasse, dann kommt hier rechts daneben die Fehlermeldung kann nicht sein. Ich habe da einfach eine Wenn-Abfrage eingebaut. Wenn das Kind mit Ja ausgefüllt ist und das Alter über 17 ist, dann kann das nicht sein. Kann das auch machen mit anderen Dingen, dass zum Beispiel, wenn das Abfahrtsdatum nach dem Ankunftsdatum liegt oder solche Dinge. Kann nicht sein, ist natürlich keine gute Fehlermeldung. Da müsste man wirklich noch schreiben, was das Problem ist und wie man es beheben kann. Ich habe das jetzt einfach nur mal gezeigt, dass man hier tatsächlich Fehler machen kann, auch bei Excel-Tabellen, wenn man es als Formular verwendet. Ist übrigens eine Alternative zu PDF-Formularen, die oftmals dann auch komplizierter sind in der Erstellung und auch in der Barrierefreiheit. Jetzt kommen wir zu den Vorschriften für Text. Zellen, für die ein Link hinterlegt ist, haben einen Text, der das Linkziel aussagekräftig unterscheidbar von anderen Zellen beschreibt. Also, ich kann in Excel keine einzelnen Wörter als Links markieren, sondern immer nur ganze Zelleninhalte. Und ich habe das hier beim Formular, habe ich einen Link eingebaut, Zeile 8, Hinweise zum Ausfüllen des Formulars. Und wenn ich da mal drauf gehe, sieht man, ist ein Link auf. Ah, ich kann das jetzt nicht bearbeiten, ich muss den Blattschutz wieder aufheben. Und jetzt kann ich den Link hier entsprechend mit Steuerung K mir anzeigen lassen auf www.example.com. Und ja, es muss einfach passen, was ich da als Text schreibe und nicht einfach nur hier oder sowas. Das ist ja analog zu anderen, zu den Vorschriften für andere Dokumente. Texte haben ein ausreichendes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. Das ist auch klar. Da gilt wieder die 4,5 zu 1 für kleinere Schriften und größere dann 3 zu 1. Dann habe ich eine Reihe von Anforderungen, die beziehen sich auf Illustrationen oder Diagramme oder Gruppierungen. Wobei manchmal sind Diagramme dabei, manchmal nicht. Und eine Illustration in Excel, das habe ich anfangs auch geschrieben, unter Besonderheiten, nämlich es wird bei Excel unterschieden zwischen Illustrationen, Diagrammen und Textfelder und eingebettete Objekte. Die eingebetteten Objekte nehmen wir ja raus hier in dieser Checkliste. Illustrationen können sein Bilder, Formen, Piktogramme, 3D-Modelle, Smart Art oder Screenshots. Also, wenn ich jetzt sowas habe, eine Illustration, Diagramm oder auch eine Gruppierung davon, dann haben die einen kurzen, prägnanten Alternativtext mit Informationen zum Diagrammtyp und zum Inhalt. Ich zeige das mal an dem Diagramm für die Max-Temperaturen. Es geht jetzt um den Alternativtext. Den kann ich mir darstellen über Format und dann Alternativtext. Ich habe mir das übrigens auf die Schnellzugriffsleiste gelegt, dann geht es noch schneller. Und da habe ich geschrieben Balkendiagramm für Tabelle Jahreszeiten. Die Tabelle muss ich natürlich auch entsprechend Jahreszeiten dann benennen. Ich hatte das mal mit Seasons bezeichnet, weil ich da experimentiert habe mit Englisch. Jetzt muss ich die Tabelle umbenennen, damit es auch stimmt. Und nenne die einfach, die hat jetzt inzwischen durch das verschiedene Hin und Her machen gar keinen Namen mehr. So, Tabellenname Jahreszeiten. Und jetzt stimmt auch entsprechend der Alternativtext für das Diagramm, das aus dieser Tabelle heraus generiert wurde. Und ich nenne den Typ des Diagramms, das ist ein Balkendiagramm für die Tabelle mit Namen. Dann kann jemand, der jetzt den Bezug nicht sieht, zum Beispiel im Screenreader, kann sich diese Tabelle suchen mit dem Namen Jahreszeiten. Besser wäre noch, fällt mir gerade auf, diese Tabelle Max-Temperaturen zu nennen, weil so steht sie auch drüber und das wäre dann noch sinnvoller. Also machen wir das doch. Max-Temperaturen.
Ich darf kein Minus da drin haben. Okay, dann ist einfach so mit Camel Case Temperaturen. Und dann muss ich natürlich im Alternativtext das auch entsprechend ändern. Max Temperatur. So. Dann, wenn ich nur rein dekorative Illustrationen und Gruppierungen habe, dann klar, dann sind sie als dekorativ markiert. Da gibt es hier diesen Eintrag als dekorativ markieren unter Alternativtext. Jetzt geht es um die Reihenfolge dieser Illustrationen, Diagramme und Textfälle. I3 besagt, dass ich praktisch diese frei positionierbaren Elemente, dass die in der richtigen Reihenfolge sein müssen. Also ich habe hier jetzt ein Diagramm Max-Temperaturen und dann habe ich nochmal ein Diagramm, das ist ein Smart Art. Da habe ich nur Dinge mit ausprobiert. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ja, das sollte halt dann irgendwo sinnvoll sein von der Reihenfolge. Ich habe das jetzt sowieso einfach nur zusammengestellt, deswegen ist es jetzt schwierig hier ein Best Practice draus zu machen. Und Zelleninhalte in der logischen Reihenfolge stehen immer vor frei positionierbaren Elementen. Also wenn ich echte Zelleninhalte habe, wie hier zum Beispiel diese Überschrift, übrigens, ich kann die Überschrift ja in Excel nicht als Überschrift markieren, das geht leider nicht, alles ist Text, einfach nur Text, unstrukturiert, ich kann auch keine Listen markieren. Aber ich habe das in der ersten Zeile und fett markiert und dann kann man annehmen, es ist eine Überschrift und jemand mit dem Screenreader in der ersten Zeile wird es dann auch so interpretieren, weil es leider keine bessere Möglichkeit gibt. Also diese Inhalte, die hier vorstehen, auch diese Tabelle, die kommen vor den frei positionierbaren. Das ist einfach sinnvoll für Screenreader-Benutzer. Es werden keine Schriftgrafiken eingesetzt, ist I4, also mit WordArt oder irgend sowas. Es gibt die Ausnahme, wenn es essentielle Schriftgrafiken sind, also welche, die ich unbedingt brauche, die ich anders nicht darstellen kann, zum Beispiel Logos oder sowas. Aber dann haben die einen sinnvollen Alternativtext. Und der ist normalerweise genau das, was auf der Schriftgrafik draufsteht. Dann I5, auch die grafischen informationstragenden Elemente haben einen Mindestkontrast von 3 zu 1 zum Hintergrund, also irgendwelche Linien habe ich jetzt hier nicht drin, aber wenn das Diagramm jetzt ein Liniendiagramm wäre, dann müssen die Linien auch sich abheben vom Hintergrund. Mindestens 3 zu 1 vom Kontrastverhältnis. Dann gibt es noch einen Punkt mit den animierten Grafiken. Also in Excel ist es relativ schwierig, irgendwelche Animationen einzubauen, aber über GIFs könnte man das tun und das sollte man besser bleiben lassen, weil man sonst eben das verletzt, das Kriterium 10.2.2.2 und 10.2.3.1 aus der EN. Oder bei 10.2.3.1 geht es um dieses Blitzen, das könnte passieren auf diese Weise und photosensitive Anfälle auslösen. Und dann, das korrespondiert zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn man Schriftgrafiken verwendet, also Illustrationen, die Text darstellen oder auch andere Illustrationen, und die noch verlinkt sind, also zum Beispiel dieses Max-Temperaturen hier, und wenn das dann noch verlinkt wäre, dann muss der Alternativtext das enthalten, was hier auch als Überschrift steht oder als Schriftgrafik. Das hat mit Spracheingabe zu tun, dass dann auch Personen, die Spracheingabe verwenden, dann dieses Element über die Überschrift, über das, was sie lesen können, auch erreichen können. Ja, das waren die Vorschriften nach dem Gesetz, nach EN 301549, Kapitel 10 auf Excel angewandt. Und jetzt gibt es noch Empfehlungen, die gehe ich auch noch mit Ihnen durch. Das ist gut zu machen, ist aber gesetzlich nicht vorgeschrieben. Verwendung von Farbe ist allgemein sparsam. Das ist generell eine gute
Designrichtlinie. Dann der Dateiname ist leicht verständlich und aussagekräftig. Also das ist hier natürlich schlecht mit einfach nur Testtabelle. Gut, in dem Fall, weil es zum Testen ist, ist okay, aber da würde ich doch besser schreiben, Temperaturen oder sowas dann. Dann das Tabellenblatt unterscheidet sich im Anfang von den Namen anderer Arbeitsblätter oder Tabellenblätter. Also hier habe ich Max-Temperaturen, dann Min-Max-Temperaturen, da ist der Anfang verschieden, Formular. Und dann habe ich Tabelle 1 und Tabelle 4. Die beiden sind natürlich nicht gut, die unterscheiden sich nicht vom Anfang. Die Idee ist einfach, dass jemand, der sich das vorlesen lässt, gleich von Anfang an den Unterschied hört. Oder aber natürlich auch, dass wenn jetzt die Namen abgeschnitten werden, weil ich zu wenig Platz habe, dass ich dann schon vorne sehe, wo sie sich unterscheiden. Es gibt keine leeren Tabellenblätter oder Arbeitsblätter. Ist hier ja, Tabelle 4 habe ich. Nee, das ist auch nicht leer. Also wenn ich jetzt eins hinzufüge und jetzt leer lasse und verschicke, das sollte nicht passieren als Empfehlung. Jedes Arbeitsblatt enthält höchstens eine Tabelle. Wenn man aus zwingenden Gründen mehrere braucht, dann müssen die sich untereinander befinden und zwischen den Tabellen höchstens eine Leerzeile. Wenn Sie mehr Leerzeilen lassen, dann ist das für Screenreader-Benutzer eventuell ein Problem oder auch für Leute, die sich sehr stark vergrößern, die denken dann, dass das Tabellenblatt schon zu Ende ist. Dann ein Ta Arbeitsblatt oder Tabellenblatt enthält entweder Tabellen oder Illustrationen, Diagramme und Textfelder. Das ist jetzt eine Empfehlung. Da würde jetzt dieses Tabellenblatt durchfallen. Da habe ich eine Tabelle drin und ich habe zwei Diagramme. Oder das heißt ein Diagramm und eine Illustration. Das sollte ich dann besser auf mehrere Tabellenblätter verteilen. Dann, wenn ein Arbeitsblatt oder Tabellenblatt Illustrationen, Diagramme oder Textfelder enthält, gibt es dazu einen Hinweis. Ich habe das geschrieben, also zuerst habe ich ganz oben die Überschrift, die nicht markiert sein kann als Überschrift, weil das in Excel nicht geht. Und dann gleich drunter dieses Tabellenblatt enthält eine Tabelle und zwei Diagramme. So sollte man das machen. Eine Besonderheit von Excel ist, dass wenn ich es abspeichere, dass dann die Position des Cursors mit abgespeichert wird. Und das sollte so sein, dass jemand, der das zum ersten Mal öffnet, sich dann gleich zurechtfindet. Das heißt, ich speichere jetzt ab, wenn der Cursor sich auf A1 auf diese Überschrift befindet, Maximaltemperaturen. So, wenn eine visuelle Überschrift auf dem Arbeitsblatt vorhanden ist, befindet sich diese in Zelle A1. Und entspricht dem Arbeitsblatttitel. Also ich habe hier die Überschrift Maximaltemperaturen A1 und das Tabellenblatt heißt Maxtemperaturen. Das passt. Also das ist okay. Wenn Anweisungen zu komplexen Arbeitsblättern oder Tabellenblättern vorhanden sind, befinden sich diese in Zelle A1, gegebenenfalls zusammen mit der visuellen Überschrift. Also da könnte ich dann noch was dazu hinschreiben. Arbeitsanweisung oder sowas. Jetzt geht es um den Blattschutz für die Beschriftung von Eingabefeldern und Formularen. Das habe ich hier ja schon gezeigt, wie das geht. Also wenn ich hier ein Blatt schütze, Moment, ich muss auf Überprüfen gehen und dann auf Schützen und dann Blatt schützen, dann kriege ich einen Dialog und da kann ich sagen, was alles geschützt werden soll. Und das was default eingestellt ist, ist eigentlich auch okay so bezüglich Barrierefreiheit. Ich muss trotz auf jeden Fall zulassen, dass die Benutzer gesperrte Zellen auswählen dürfen und entsperrte Zellen auswählen dürfen. Also die Auswahl aller Zellen muss erlaubt sein. Das ist ganz wichtig, damit jemand, der einen Screenreader verwendet, auch diese Zellen ansteuern kann, die jetzt einfach nur die Beschriftungen enthalten. Fixierungen, das hatten wir bisher noch nicht. Das kann ich mal zeigen an dieser langen Tabelle. Da könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte, dass diese Überschrift hier immer erhalten bleibt, auch wenn ich scrolle, also die erste Zeile und die erste Spalte auch. Dann setze ich meinen Fokus auf B2 und unter Ansicht kann ich dieses Fenster fixieren. Dann schreibe ich einfach
Fenster fixieren. Und wenn ich jetzt scrolle nach unten, dann bleibt immer die erste Zeile. Und wenn ich nach rechts scrolle, bleibt immer die erste Spalte erhalten. Das sollte sinnvoll sein für alle Benutzenden und weil es eben mitgespeichert wird. Und wenn ich jetzt aber neu speichere, dann werde ich mir das erste Tabellenblatt aussuchen und A1 und dann speichern. Eine Tabelle hat keine leere Zeile oder Spalte. Also wenn ich jetzt hier diese Tabelle nehme, Max-Temperaturen, dann sollte da keine leere Zeile oder Spalte sein. Und wenn es leere Zellen gibt, die absichtlich leer sind, dann sollte das entsprechend mit leer oder sowas beschriftet sein. Tabellen haben einen aussagekräftigen Namen und eine aussagekräftige Beschriftung. Den Namen, den haben wir ja schon gesehen, den kann ich unter Tabellenentwurf einsehen, der heißt Max-Temperaturen. Der darf ja keine Sonderzeichen oder Leerstellen enthalten. Die aussagekräftige Beschriftung, das wäre die, wenn ich noch was dazu schreibe, zum Beispiel drüber oder darunter. Jetzt geht es darum, wenn ich lange Tabellen habe, die über mehrere Seiten gehen, wie die hier unter dem Tabellenblatt Tabelle 4, dann sollten die über einen Kopf und eine Fußzeile haben. Also das ist jetzt wichtig für einen Export oder Druck. Ansonsten ist es nicht so wichtig. Da muss ich mir das Seitenlayout anschauen und dann kann ich mir hier unter erstmal den Druckbereich festlegen, was soll eigentlich alles ausgedruckt werden. Da würde ich einfach diese Tabelle mal als Druckbereich definieren. Und dann kann ich mir, muss ich mal schauen, die Kopf- und Fußzeile definieren. Das geht hier unter Seite einrichten. Kopf-Fußzeile, dieses Register kann ich mir eine aussuchen oder auch selber benutzerdefiniert einrichten. Zum Beispiel einfach nur Seite so und so von so vielen, dass ich mir das dann auszeige als Kopfzeile oder als Fußzeile. Und diese Kopf- und Fußzeile darf aber keine relevanten, also wichtigen Informationen halten. Also typischerweise Paginierung, also Seitenzahl ist okay. Und bei Tabellen, auch wichtig für Export und Druck, bei Tabellen werden Seitenumbrüche in Tabellenzeilen unterbunden. Das heißt nicht innerhalb einer Zelle praktisch, dass es da jetzt umbricht auf die nächste Seite, weil sonst haben wir ein Problem, wenn wir es ins PDF exportieren zum Beispiel, dann wird es da nicht mehr in der richtigen Reihenfolge vorgelesen. Und Zellen, die nur Buchstaben enthalten, sind linksbündig ausgerichtet. Also das sehen Sie hier. Ich habe hier diese Jahreszeiten in der linken Spalte und die sind linksbündig und dann sind die Temperaturen rechtsbündig in den anderen Spalten. Textzellen enthalten nur kurze Texte. Also man kann natürlich auch lange Texte irgendwo reinschreiben, aber Excel ist eigentlich nicht dafür gedacht. Man kann sogar Umbrüche innerhalb einer Zelle mit Alt-Enter erzwingen und dann beliebig lange. Man kann auch irgendwelche Listen simulieren mit dem Minus vorne oder mit dem Stern. Aber all das sollte man belassen, nicht anwenden, wenn man das Dokument später barrierefrei haben möchte, sondern nur kurze Inhalte. Dann auf die Zelle nochmal bezogen, EB5. Für Zellen, die von BenutzerInnen ausgefüllt werden, ist der passende Datentyp definiert. Also das bezieht sich jetzt wieder aufs Formular. Ich habe hier bei dem Alter, was ich jetzt wieder den Blattschutz aufheben. Beim Alter habe ich jetzt als Format wirklich Zahl angegeben. Man kann ja Zahlenformate angeben, was zugelassen ist. Also hier bei Zahlen. Ich habe hier Zahl mit 0 Dezimalstellen angegeben. Und wenn ich jetzt irgendwas anderes eingebe, dann schaltet er das um.
Ja, aber wenn ich das sperre, dann müsste das gehen, dass einfach nur entsprechend dann Dezimalstellen erlaubt sind, beziehungsweise nur Zahlen erlaubt sind, beziehungsweise wenn ich jetzt was eingebe mit längeren Dezimalstellen, dann macht er da in der Anzeige eine ganze Zahl draus. Jetzt nochmal auf Formularfelder bezogen. Es ist wünschenswert, dass alle Beschriftungen, die sich in geschützten Zellen befinden, also dass hier diese Labels, Vorname, Name und so weiter, in einer Spalte angeordnet sind, möglichst links neben den Formularfeldern, wie ich das hier gemacht habe. Und wenn möglich, werden BenutzerInnen auf fehlerhafte Eingaben hingewiesen. Da habe ich ja dieses Beispiel gezeigt. Das ist natürlich nicht schön, das sollte besser formuliert sein, aber man sollte eben auch entsprechend dann möglichst die Benutzenden leiten, dass sie auch richtige Eingaben machen können. Dann noch diese typischen Anweisungen, serifenlose Schrift ist zu bevorzugen. Hervorhebungen durch Großbuchstaben, Kursivschrift, Unterstreichungen oder andere Texteffekte treten maximal für einzelne Wörter auf. Unterstreichungen sind eigentlich für Links auch vorbehalten. Und Texte sind horizontal ausgerichtet. Also ich hatte hier wo ein Beispiel, wo ich so diagonal geschrieben habe. Das wird nicht empfohlen. Dann bezüglich Links, URL tritt im Fließtext nicht als Klartext auf. Also ich hatte ja hier unter Formular diese Hinweise zum Ausfüllen des Formulars. Da hätte ich natürlich auch, wenn ich da jetzt die URL direkt reingeschrieben hätte, https://example.com, das wäre jetzt ein Negativbeispiel, so sollte man es nicht machen. Außer wenn ich jetzt wirklich, wenn es mir wichtig ist, dass der Link in ausgedruckter Form auch trotzdem noch lesbar ist. Quick-Infos werden nicht verwendet. Also ein Quick-Info wäre, wenn ich jetzt hier unter Links, da gibt es also Hyperlink bearbeiten, Quick-Info, dann kann ich einen Text angeben, schreibe mal Hallo rein. Und wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann wird dieser Text angezeigt, dieses Hallo. Leider wird es aber nichts angezeigt, wenn ich mit dem Cursor da reingehe, also mit dem Textcursor. Und deswegen scheidet es aus als eine Möglichkeit, Zusatzinformationen anzugeben, weil es dann nur den Mausbenutzern vorbehalten ist. Dann auch nochmal ein Hinweis, wenn man einen Link einfügt, der ein anderes Programm öffnet. Dann sollte man im Linktext darauf hinweisen, zum Beispiel öffnet E-Mail-Programm. Und Illustrationen, Diagramme und Textfelder haben einen aussagekräftigen Namen. Den kann man im Auswahlbereich angeben. Das ist eigentlich eine gute Sache, wird aber viel zu wenig verwendet. Ich kann zum Beispiel jetzt auf dem Tabellenblatt Max-Temperaturen, muss ich jetzt suchen, unter Bearbeiten, suchen und auswählen, Auswahlbereich. Kann ich mir alle Diagramme, die hier vorhanden sind, anzeigen lassen. Das erste heißt Diagramm Doppelpunkt Max-Temperaturen. Und beim zweiten habe ich Seasons, da wäre das besser, wenn ich es jetzt auch Deutsch mache. Diagramm, das ist eigentlich kein Diagramm, das ist ein Smart Art zum Beispiel, Doppelpunkt Jahreszeiten. Und dann kann man eben auch über diese Auswahl navigieren, wenn man möchte. Wenn ich jetzt hier mit der Tastatur über diese Liste gehe, dann wird auch entsprechend das im Dokument markiert und selektiert. Und die letzte Empfehlung: Ein Diagramm ist aus Excel heraus auf Basis einer Tabelle generiert. Der Alternativtext verweist auf diese Tabelle. Das ist ja vorher schon so aufgetreten. Also, ich habe das hier. Dieses Diagramm generiert, indem ich diese Tabelle hier markiert hatte. Und so sollte es auch sein. Man sollte jetzt nicht irgendwie eine Grafik von woanders her reinkopieren in Excel,
Sonst wäre das sehr viel aufwendiger. Auf diese Weise habe ich die Tabelle schon drin und kann diese Tabelle quasi als Alternativtext verwenden. Entschuldigung. So, und dann gibt es noch eine Auflistung aller automatisch erfüllten oder nicht anwendbaren oder ausgeschlossenen EN-Kriterien. Automatisch erfüllt sind sie, weil Excel das schon für sie erledigt. Nicht anwendbar sind sie zum Teil, weil das in Excel nicht vorkommt oder weil wir das ausgeschlossen haben, zum Beispiel Skripte und so. Und ja, das ist dann, wenn wir es ausgeschlossen haben. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.